Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Atlantic Fleet, Folge 10, zweite Staffel, Battle of the Atlantic Moors, deutsche Kriegsmarine. So, bevor wir fortsetzen, möchte ich noch mal sagen, mir ist das aufgefallen, am vorletzten Freitag, dem 27. Mai, da war der 75. Jahrestag des Untergangs der Bismarck. Wenn ich mich recht erinnere, haben bei diesem Untergang von 2222 Besatzungsmitgliedern nur 115 überlebt. Und ich habe dazu einen Google Plus Beitrag gemacht. Ich werde den auch oft darauf in der Beschreibung verlinken. Ich dachte nur, weil es einfach ein geschichtsträchtiges Ereignis ist, wollte ich das nicht unbemerkt lassen. Ebenso die Versenkung der Hood einige Tage zuvor. So, dann setzen wir jetzt fort. Wir hatten ja in der letzten Folge, Folge 9, hatten wir da so endlos viel Zerstörer versenkt. Und 268.139 Tonnen pro Monat versenkt. Wir werden jetzt mal die Grafspiel wieder dahin verlegen. Und der Rest kann so bleiben, denke ich mal. Western Approaches. Alerta Konvoi von U-Booten angegriffen. 53.040 Tonnen versenkt. Und ein leichter Kreuzer. Plus zwei Zerstörer bei Nacht. Damit haben wir natürlich bedauerlicherweise hier Abelia. Moment bitte. Abelia, das ist ja das ist ach, ihr müsst das sehen. Das ist so ein kleines Blödchen, das ist die Korvette. Das ist eine ganz kleine Korvette. So. Die Wirbel oder wie auch immer das ausgesprochen wird, wird erfasst. 10-7, Feuer. Zu kurz. So, wir erfassen wieder die Wirbel. 16,4 ist bestimmt zu weit, ich sag mal 15,3. Hui, schöner Treffer. Irgendwelche Beschädigungen? Flak-Systeme, das ist in diesem Gefecht so ziemlich egal. Vierzehn. Ich gebe ihm mal 14,3. Dürfte zu weit sein. Jupp. Und die Zerstörer werden dann jetzt eine Leuchtkugel schießen. Ich gebe recht Maß auf die Vögel eine Leuchtkugel. Glatt zu weit, aber ich denke mal, das passt schon. Und der dritte Zerstörer wird mal den die Korvette unter Beschuss nehmen. 13,2. Ich gehe mal 12,9. Ist zu weit. Wenn auch nur knapp. Ah nee, jetzt haben wir erst den dritten Zerstörer, wie mir gerade auffällt. 10,4. Schöner Treffer. Eine Leuchtkugel auf die Hipper. So, ich denke mal, das geht auf die. Nee, auf den Zerstörer mal wieder. Und so weit. Gut, damit hätten die Briten in dieser Runde schon mal verfehlt. Zehn sieben war zu kurz. Ich vorher noch mal 10, wo ich vorher mal 10,8 vorher ich mal. Nein, immer noch zu kurz.
14,7. Großteils daneben. Gut, da gebe ich immer die 10,4. Das ist zu kurz. Wie eine Leuchtkugel. Die Korvetten sind ziemlich gut gegen U-Boote, deswegen mag ich die nicht so sehr. Die sind ebenso gut geeignet dafür wie Zerstörer, aber halt weitaus schwerer zu treffen mit Torpedos. Na komm schon. Sehr schön. Die hätten wir. Wieso feuert immer der große Kreuzer immer Leuchtkugeln? Ich verstehe es nicht. Und doch treffen sie noch nicht mal. Gut, ich wag's mal und stell mal auf 10,9 hoch. Das ist jetzt bestimmt zu weit. Nee, gut getroffen. Eine ihrer Geschütztürme ist ausgefallen. Und Hauptradar. Na gut, ich gebe dir mal die besagte 12,3. Ist zu kurz. Zehn vier war wirklich zu wenig. Ich gebe mal 11,2. Du war ganz guter Treffer. So, die Zerstörer nehmen wir die anderen Zerstörer der Beschuss. 21,9 angeblich. Bestimmt zu weit. Ja. Angeblich 18,4. Auch zu weit. So. Und das ist viel zu kurz. Torpedos. Scheint auf unseren führenden Zerstörer zuzugehen. Oh. Ich denke, da können wir gleich mal den ganzen Flottenverband in eine starke Kurve führen. Da können wir jetzt halt einmal nur mit den Frontgeschützen schießen, aber das passt schon. Schöner Treffer. Elf, neun. Auch getroffen.
Nur sinken will sie nicht. Ich gebe mal 11-0. Auch getroffen. Ach nee, jemand. Wie schießen wir den Zerstörer? Wir haben nur noch 15-4. Was ist da los? Das kann doch gar nicht sein. Doch, es kann sein. So ungefähr. Zerstörer. Scheint so, als wird diese Folge nur aus einem Gefecht bestehen. Ich gebe nochmal 12-1. Yay, geht doch. Ich werde nie verstehen, warum sie immer auf meine Begleitschiffe schießen. Da hinten verlischt gerade unsere letzte Leuchtkugel. Das ist zu weit. Ja, immerhin ein Treffer. Ach, Scheiße. So, mir würde das Gefecht ziemlich so viel Spaß machen, wenn auch nur Tag wäre. Wenn man dann erst diese bescheuerte Leuchtkugel nicht bräuchte und wenn man dann auch Luftunterstützung hätte. Das war schön. Torpedos verfehlen. So wie es aussieht. Die macht nichts. So, machen wir wieder einen auf Breitseite. 7-9, du wirst mich doch verarschen. Na gut, 8-1 gibt es hier, aber nicht weniger. Neun, acht. Wieso sinkt die nicht? Bei der sind sogar die Pumpen beschädigt, aber sinken will sie nicht. So, 8-2. Wieso sinkt die nicht? Ist doch Wahnsinn, ist das. Immerhin ein Treffer. Weiß der Zerstörer irgendwelche Schäden auf?
Nee, nur Flaggsystem. Dreizehn drei. Ich muss mal so. Acht neun. Ah, gebe ich dir mal. So, jetzt hast du was erfasst, dann gehen wir jetzt auf 8-9, genau. Der war schön. Oh, wieso sinkt der Schweinepriester nicht? So, Ziel erfasst. Ups, Sonne. Ich gehe mal auf 7, 8 runter. Na, endlich. Neun vier kriegst du meinetwegen. Oh, ja, so kann man es machen. Sieben null kann man meinetwegen auch geben. Oh, das ist viel zu kurz. Ah, geht doch. Endlich. Oh, da kommt ein paar Torpedos an. Oh, dass ich es gemerkt habe. Okay. Stehen wir Bildschirmgeschwindigkeit runter. So. Auch noch eine weitere Runde. Ja, wo wir gerade dabei sind. Norwegen, na sieh mal einer an. Deutsche Truppen erobern erfolgreich Norwegen. Norwegische Häfen, Bergen, Trondheim und Narvik sind jetzt in Gebrauch. Und Kanarische Inseln, alliierte Konvoi von Kriegsschiffen angegriffen, 66.038 Tonnen versenkt. Das ist sehr schön. So gefällt es mir. Da können wir jetzt auch hier oben Luftunterstützung besser anfordern. Da dürfte es bis zum Fall Frankreich eigentlich auch nicht mehr lang dauern. Na, machen wir noch eine Runde. Ein Zerstörer. Gypsy. Ja. Zum Anfang des Krieges ist auf die Wehrmacht doch noch Verlass, wenn es um das Erobern fremder Häfen geht. Übrigens, im historischen Kontext, ich kann gleich AE nehmen. Im historischen Kontext, oh. Ja, kann man machen. Also im historischen Kontext wurden übrigens, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie genau wie viel, aber über ein Dutzend deutsche Zerstörer wurden da versenkt. Insgesamt, glaube ich, alle beteiligten Zerstörer. Na, schade. Drei Türme zerstört, Flak zerstört. Oh, da hat unsere Artillerie ganze Arbeit geleistet. Und. Ach, versenkt. Jo. Juliwoche 254.000. Na, eine Runde jetzt noch. Ashanti. Ich will jetzt hier nochmal was schaffen.
So alte Risikotaktik. Das sind 14,8, das gehen wir mal. Oder 14,4, je nachdem. Na komm! Yay! Sehr schön daneben. Tauchen. Jetzt nur noch geduldig warten. Gut, die Ashanti kommt. Oder auch nicht. Sie kommt doch. Ups, jetzt habe ich die Bewegung der Ashanti verpennt. Und sie schießt. Gott sei Dank daneben. Kann man eben ein bisschen tauchen. Okay, die Ashanti muss aber bei uns bleiben. Das heißt, wir gehen nochmal näher ran. Zerstörer dahin. Knapp. Mal schauen, ob das nicht irgendwelche Beschädigungen angerichtet hat. Druckkörper. Er gibt 2,6 an. Wagen wir es mal. Gut. Reicht ganz knapp. Sinkt sie auch. Nö, wieso sollte sie auch sinken? Wieso auch? Dorn 600. Zu aller Sicherheit. Zwei Torpedos nochmal. Das wird dann aber reichen. Das reicht. Das hieß, da ist zwei Tanker, was viel Tonnage ist. Zwei, insgesamt 43.700 Tonnen. Und United Kingdom. Alliierte Konvoi von Kriegsschiffen angegriffen. 84.700 Tonnen versenkt. Und ein U-Boot. Nee, das dauert mir jetzt zu lange. Also machen wir es so, Freunde. Ich werde in die Videobeschreibung schreiben, wie diese folgenden Gefechte, falls noch welche kommen, ausgegangen sind. Aber ich denke, das muss bei euch, das schaut euch dann auch am Ende noch gar nicht mehr an, weil es zu lange dauert. Dann verabschiede ich mich hier von euch. Schaut einfach in die Videobeschreibung, dort werdet ihr es dann sehen, wie die Gefechte ausgegangen sind. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Grauschreif Bommelkralle.